Hallo Internet, wir haben den 25.10.23. Heute geht es um eine Einweisungsempfehlung einer Fachärztin für Psychiatrie für die obdachlose Frau. Diese Einweisungsempfehlung ging, und das weiß ich, weil ich es verschickt habe, an den Oberbürgermeister Mike Josef, an die Betreuungsrichter, an das Jugend- und Sozialdezernat, die Elke Feute. Mike Josefs ist ja ihr Vorgesetzter. Die sind so gut befreundet, dass Mike Josef sie jetzt trotz dieser menschenverachtenden Quälerei zur Gesundheitsdezernentin ernannt hat. Und an die Betreuer. So, und das Endergebnis vom Lied war, dass sich keiner drum gekümmert hat und die haben diese Frau liegen lassen. Und ich bezweifle mal, dass irgendeiner von denen medizinische Grundkenntnisse hat, um die Situation so evaluieren zu können, wie das eine Fachärztin für Psychiatrie mit mehrjähriger Tätigkeit in der Psychiatrie hätte tun können. Und meines Wissens nach wurden auch keine weiteren Schritte unternommen, um Hilfe anzufordern für die obdachlose Frau. Das heißt, es kam keine Elisabeth-Straßen-Ambulanz vorbei. Es wurde nicht der sozialpsychiatrische Dienst involviert, der einen Gutachter nochmal hingeschickt hätte. Die ist liegen gelassen worden. Das ist mein Kenntnisstand, weil sie kam ja erst im Dezember dann in die Klinik, weil sie beinahe erfroren wäre, genau wie der Andreas S. vom Penny Supermarkt. So, und jetzt teile ich mit euch mal diese Einweisungsempfehlung, einfach damit ihr seht, gewisse Theorien, die ich hier in dem Fall habe, zum Beispiel, dass das eine kleine Gruppe von Sozialarbeitern ist, wo der eine dem anderen hilft, Obdachlose auszubeuten, dass hier ein Ring der Omerta des Schweigens aufgebaut ist in Frankfurt, dass sich keiner traut, Obdachlosen zu helfen. Also wenn ich solche Vermutungen ausspreche, dann kommt es daher, dass man sich bei den ganzen Missständen natürlich immer fragen muss, warum? Warum hilft dieser armen kleinen Frau niemand? Warum werden nicht einfachste humanitäre Hilfsleistungen angeboten? Warum muss ich mich von der heutigen Gesundheitsdezernentin Elke Feutel öffentlich verarschen lassen, auf gut Deutsch gesagt, indem sie mir einen Brief geschrieben hat, wo sie geschrieben hat, am 1. Juli 2022, alle hätten sich getroffen und das Endergebnis wäre, ihr wurde in Hanuta und in Wasser vorbeigebracht. Das würde zeigen, dass man sich kümmert. Das ist ein Brief von unserer Gesundheitsdezernentin, die die Frechheit hatte, letztens die Frankfurter Psychiatriewochen zu eröffnen, wo sie nachweislich für psychisch kranke Leute nichts, absolut nichts übrig hat. Und das ist nicht, weil ich was gegen die SPD oder die Grünen oder die CDU hätte, aber ich kann es nicht oft genug sagen, diese Leute sind nun mal in diesen Parteien. Und wenn sie nicht wollen, dass so über sie berichtet wird, sie haben es ja in der Hand, sie könnten ja was ändern. Nein, die Obdachlose liegt immer noch da unter ihrer wärmenden Bauplane. Und jetzt geht's zur Einweisungsempfehlung. Also Frankfurt, der 24.10.2022. Dringende stationäre Behandlungsbedürftigkeit. Frau sowieso ohne festen Wohnsitz, OFW. Sehr geehrte Frau Betreuerin, Person X ist mir aus mehrmaligen Kontakten, sowohl direkt vor unserer Praxistür, wo mir Person X erstmalig durch ihr Erscheinungsbild auffiel, als auch durch Besuche an ihrem Schlafplatz unter der Flößerbrücke bekannt. Nicht nur durch den beißenden, durch Fäkalien und vermutlich Hautnekrosen bedingten Geruch, sondern auch dadurch, dass sich Person X absolut inadäquat verhält und die Ernsthaftigkeit ihrer Erkrankung überhaupt nicht erkennen kann, ist Person X höchst auffällig und hilflos wirkend. Also nun berichtete mir Anna Fröhlich, dass Person X oft nur von dieser vorbeigebrachte Mahlzeiten isst. Nach Angaben von Anna Fröhlich ist Person X extrem unterernährt. Die Hosen
von Person X enthält immens hohe Mengen alten Kots und Maden. Person X könne sich nicht vor Regen, Wind oder Kälte schützen. Auch ich selber traf Person X bereits öfters schlafen direkt neben der Kaimauer des Mains an, nur durch eine Plane zugedeckt. Aufgrund dieser Symptomatik ist aus fachpsychiatrischer Sicht von einer erheblichen Eigengefährdung auszugehen. Aufgrund des Madenbefalls und der zentimeterdicken Kotschicht auf der Haut besteht der dringende Verdacht auf schwere Hautulzerationen oder möglicherweise bereits eingesetzte nekrotische Prozesse. Ebenso besteht aufgrund des hochauffälligen Verhaltens von Person X mit inadäquater Stimmungslage absolut fehlender Fähigkeiten, sich adäquat um eine Selbstversorgung zu kümmern und die bestehende Inkontinenz Anhalt für eine organisch oder auch psychisch bedingte wahnhafte Störung, die dringend stationär diagnostiziert und behandelt werden muss. Die Patientin ist aufgrund der Verlaufsbeobachtung nicht zu einer freien Willensbekundung in der Lage. Die Fähigkeit zu zielgerichtetem Handeln und dazu, die Konsequenzen ihres Handelns abzuschätzen und einsehen zu können, ist auf ein Minimum beschränkt. Bei Nichtbehandlung von Person X droht eine lebensgefährliche Sepsis aufgrund infizierter Nekrosen und Hautulzera. Ebenso besteht aufgrund des inadäquaten Verhaltens von Frau X eine akute Eigengefährdung, beispielsweise auch im Straßenverkehr. In der Nähe des Schlafplatzes von Person X befinden sich hochfrequentierte Straßen, die diese bereits des Öfteren unvermittelt und plötzlich überquerte. Auch durch das Schlafen unmittelbar neben der Kaimauer des Mains begibt sich die Person regelmäßig in Lebensgefahr. Sie ist auch hier nicht in der Lage, sich situationsangemessen vor einem Sturz in den Fluss zu schützen. Ich rate dringend zur Beantragung eines Unterbringungsbeschlusses zur Durchführung zwingend notwendiger Behandlungsmaßnahmen, ohne die innerhalb kurzer Zeit ein lebensbedrohlicher Zustand droht. Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung, mit freundlichen Grüßen. Jo, da habt ihr es. Nochmal, dieses Schreiben wurde von Oberbürgermeister Mike Josefs, der heutigen Gesundheitsdezernentin Elke Feutel, den Betreuungsrichtern Dr. K. und Frau V. und den Betreuern ignoriert. Es hat keine Hilfe stattgefunden. Hier werden Menschen absichtlich gequält und in den Tod getrieben. Bei unterlassener Hilfeleistung im Obdachlosenbereich. Anders da, das ist meine persönliche Interpretation, anders da kann ich das nicht interpretieren. Nochmal, zum heutigen Zeitpunkt wurde in 3 Jahren von dieser kleinen Clique von Sozialarbeitern, die sich auf unsägliche Art und Weise mit dem Leid von Obdachlosen, psychisch kranken Menschen bereichern, nicht ein Hilfsangebot bereitgestellt, außer die Übernachtung im Ostpark. Und da geht's in einem der nächsten Videos drüber. Denn auch von dort hat sich keine Hilfe materialisiert. Und es wäre wirklich schön, wenn irgendjemand mir Gesetze nennen könnte, aufgrund derer diese Frau endlich in betreutes Wohnen kommt.